Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen von mir. Ich möchte heute gerne mit euch Kekse machen und zwar Nuss-Nougat-Doppeldecker. Dazu brauchen wir 300 Gramm Mehl, 200 Gramm Butter, 100 Gramm Puderzucker habe ich hier, 50 Gramm gemahlene Haselnüsse und ein Ei. Es geht wirklich auch super easy. Ihr gebt einmal alle Zutaten in den Mixtopf. Als erstes die Butter. Butter ist drin. Wichtig ist, dass die Butter weich ist. Dann habe ich hier einmal Puderzucker, Mehl, die gemahlenen Haselnüsse und mein Ei. Und das Ganze wird jetzt für 40 Sekunden auf der Stufe 4 vermischt. Mein Thermomix ist fertig, mein Teig ist vermischt. In der Zwischenzeit habe ich mir hier einmal eine Frischhaltefolie hingelegt. Denn da geben wir jetzt unseren Teig drauf und ich zeige euch mal, wie schön der Teig aussieht. Und den legen wir dann, wenn der in der Frischhaltefolie ist, in den Kühlschrank für circa eine Stunde. Und dann kann das Ganze richtig schön durchkühlen. Und wir können den gleich etwas schöner ausrollen, um damit unsere Plätzchen auszustechen. Mein Teig war jetzt im Kühlschrank. Der ist jetzt richtig schön fest geworden. Den werde ich jetzt als erstes einmal auspacken. Und dann werde ich den mit meiner Rolle hier ausrollen. Meine Teigrolle ist ausgerollt. Ich denke mal, ich werde so ein kleines bisschen Mehl mit drüber geben. Und dann rolle ich mir das Ganze schön gleichmäßig aus. Ich habe bei mir jetzt das Ganze hier auf 3 mm gestellt. Wenn ihr euren Teig dann so schön gleichmäßig ausgerollt habt, nehmt ihr euch einfach einen Ausstecher eurer Wahl. Ich habe jetzt den hier genommen und das Ganze wird dann einfach ausgestochen und die legt ihr euch dann entweder auf den Zauberstein drauf oder irgendein Blech und das Ganze wird dann gebacken. Ich heize jetzt gerade meinen Backofen vor auf 180 Grad Ober- und Unterhitze und dann kann der erste Schwung jetzt gleich gebacken werden. Ich bemehle mir hier jetzt noch mal einmal kurz meinen kleinen Tortenwender oder Streicher, wie auch immer, und fahre jetzt dann einfach so hier drunter. Und dann könnt ihr euch das Ganze einigermaßen gleichmäßig und einfach herunternehmen. Und das legt ihr dann zur Seite und das lege ich einmal hier auf meinen Zauberstein. Und wenn ihr dann das hier so nehmt, könnt ihr das einfach so ein bisschen entweder hier eintauchen oder natürlich neu bemehlen, desto einfacher geht es. Eine Ladung ist schon im Ofen. Hier ist die zweite und hier ist die dritte. Das sind dann alle. Am besten ist es wirklich, ihr bemehlt euch die Arbeitsfläche wirklich gut, weil desto leichter, muss ich echt sagen, ihr seht, mein letztes Blech, hoppala, sieht schon im Vergleich zu diesem hier von der Form her noch viel, viel schöner aus. Also nehmt wirklich genug Mehl unten drunter und sie lassen sich super einfach lösen. Und die kommen jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad. Ich denke so 15 Minuten, aber ich werde es euch gleich sagen, wenn ich die dann nacheinander wieder raushole. Ihr seht, die erste Ladung ist aus dem Backofen raus und wichtig ist, dass ihr sie jetzt auf ein Abkühlgitter legt. Ich habe die mir hier einfach gerade auf meinen Zauberstein, auf meinen Ofenzauberer gelegt, denn der muss gleich noch. Und die müsst ihr wirklich sofort runterholen und schaut mal, es geht so einfach. Es bleibt nichts kleben. Dann können die gut auskühlen und dann werden wir die gleich noch mit einer leckeren Creme füllen. Meine Kekse sind jetzt alle schön abgekühlt. Ich habe mir die jetzt einmal umgedreht, also zumindest immer jeden zweiten Keks. Habe mir einfach Nutella in meinen Spritzbeutel gegeben. Habe mir jetzt hier ein Loch reingeschnitten und werde jetzt jeden Keks, den ich umgedreht habe, mit dieser leckeren Nutella einmal bespritzen. Und dann setze ich einen Deckel mit drauf. Und dann habt ihr richtig schöne, leckere Doppelkekse. Ich wollte euch das mal zeigen. Schaut mal. So sieht das Ganze dann nämlich aus. Und das macht ihr einfach mit allen Keksen, die ihr so hier fertig habt. Ich habe meine Kekse jetzt alle fertig und die sehen wirklich klasse aus. Wir werden den hier mal kurz zusammen probieren.
Ich habe nur noch eine Hälfte gehabt, das heißt, eine Hälfte war dann zu wenig. Aber ich muss sagen, mega. Geil. Müsst ihr unbedingt ausprobieren. Ihr könnt sie, wenn ihr möchtet, natürlich noch mit Schokolade verzieren. Bedeutet, ihr könnt hingehen, Schokolade schmelzen, eintauchen, vielleicht noch so ein paar Nüsse oben mit drüber geben. Und ich werde mal schauen, was ich jetzt noch machen werde. Rezept findet ihr wie immer unten in der Infobox verlinkt. Ich werde euch ein schönes Foto machen, was ich hinten anhänge. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.